arbeite ja mit Studenten, besonders mit studentischen Leitern, und die meisten von denen sind richtig cool. Aber es gibt auch manchmal ein paar, mit denen kann ich halt von der Persönlichkeit, ist es manchmal schwierig, irgendwie da zu connecten. Aber ich merke, dass mich das super, dass es voll die Chance ist, einfach Leute neu kennenzulernen und auch so einen Horizont zu erweitern, neue Sichtweisen zu haben auf Themen. Das mag ich voll gern daran. Herausfordernd ist manchmal, dass man oft gar nicht so viel Zeit hat, die Leute kennenzulernen oder tief kennenzulernen. Und besonders, wenn man es nicht so leicht mit ihnen hat, dann würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Zeit wünschen eigentlich dafür. Ich glaube, am meisten ist bei mir tatsächlich bei meiner Arbeit bei Campus, weil ich suche mir nicht aus, welche Studis zu unseren Veranstaltungen kommen oder zu unseren Abenden. Und da kommen wirklich ganz viele unterschiedliche Charaktere, Menschen, mit denen ich jetzt vielleicht auch so mich nicht direkt anfreunden würde, aber wo ich total merke, wie wertvoll der Austausch da irgendwie auch ist. Und wie unterschiedliche Perspektiven da auch immer wieder rauskommen, die auch mir helfen, mich mal zu hinterfragen, mein Denken zu ändern. Aber wo ich auch ganz konkret merke, wo ich durch die Erlebniserfahrung, die ich gemacht habe, auch Leuten konkret weiterhelfen kann.